Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2, Saturnweg. Ein revaisches Hallo, meine kleinen Holzfäller-Fischis. Und willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Und mir ist aufgefallen, was neu ist, ist zum Beispiel jetzt der Saturnweg. Habe ich noch nie davor gehört. Ich glaube auch, dass die Steuerung sich irgendwie ein bisschen geändert hat. Weil es steuert sich irgendwie anders da als davor. Oh! Oh Gott! Oder ich habe einfach zu lange nicht mehr gespielt, das kann auch sein. Es ist ja der Oberhammer. Ja, die hier, das eben, wie heißt denn, die Texturen von dem Fahrzeug haben sich auch so ein bisschen geändert. Es wurde ja ein Patch rausgebracht und zwar können wir jetzt Custom Skins machen. Also theoretisch könnten wir das ganze Feuerwehrauto in grün machen. Oder eben die Beschriftung hier ändern. Ich kann nicht mehr in die Ego-Perspektive gehen. Okay. Dann geht es nicht mehr. Also wir könnten jetzt zum Beispiel Feuerwehr Berlin oder Stuttgart machen. Oder wir schreiben Riva drauf. Also ist auf jeden Fall ein bisschen... Hey, jetzt bewegt sich mein Lenkrad nicht mehr. Hat sich es vorhin auch nicht bewegt? Naja. Auf jeden Fall, ja, schön, dass ein Patch rauskam. Aber ich bin jetzt mal immer noch gespannt, wann der nächste Patch mit Missionen und solchen Sachen rauskommt. Ja, wir sehen uns gleich im nächsten Einsatz wieder. Brandschutz, Zimmerbrand, Einsatz für ELW, LF24, DLK 2312, TLF 1, RTW 1. Naja, gucken wir mal, wie schlimm es jetzt aussieht, weil Gebäudebrand oder Zimmerbrand kann auch relativ schnell beendet sein. Also in dem Spiel, der schlimmste Brand, das waren so zwei oder drei Zimmer waren das. Und da habe ich echt ewig gebraucht, bis ich das Feuer gelöscht hatte. Und die Frames, die verabschieden sich wieder hier. Ja gut, ich verstehe schon. Also für diejenigen, die sich mit dem Spiel nicht so auskennen, die Feuerwehrwache war... Bitte noch ein bisschen lauter. War so ein Problem mit den Frames. Also jedes Mal an der Feuerwehrwache sind die Frames extrem runtergegangen. Und jetzt auch noch ein Feuer direkt nebendran. Und der vorne macht das Martinshorn nicht aus. Alter Falter, ist es gerade dein Ernst? Boah. Sich jetzt einsteigen und den Scheiß da ausmachen. So, ich werde wahrscheinlich reingehen.
bin jetzt mal gespannt, weil jedes Mal, wenn so ein Patch rauskommt, gibt es auch so ein paar Probleme. Also ob es jetzt alles so läuft wie geplant. Gut, ich habe den richtigen genommen. Und dann geht's rein. Ich glaube, es war jetzt der zweite Stock, aber wir sehen es ja eh auf dem Boden, oder? Noch eins hoch. Auch nicht schlecht, ich konnte durch die Tür durchgucken. Jetzt sind wir da. Ja. Oh, oh Gott. Ich laufe erstmal ins Feuer rein. Also, oh, das Fenster ist nicht schlecht hier. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann so hier die Drehleiter einsetze. Also, dass man eben auch hier durch das Fenster einsteigt oder so. Dass da ein bisschen was kommen wird. Und dann kommt ja dieses Jahr irgendwann noch, ja, ich bin dabei beim Feuerlöschen. Da kommt ja noch ein Feuerwehrsimulator raus. Da bin ich auch mal gespannt, wie der dann abläuft. Also hier bei dem ist ja ständige Entwicklung. Ja, und falls der Kommentarschreiber wieder schreibt, also fühl dich mal angesprochen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie du heißt, aber du schreibst immer wieder, dass ich der einzige YouTuber bin, der das Spiel so spielt, wie man spielen soll. Meinst du das positiv oder negativ? Also, ich weiß jetzt nicht. Muss dazu sagen, ich hatte ja davor einen anderen YouTube-Kanal, da habe ich auch schon die Feuerwehrsimulation gespielt. Das sind so die Simulationen, die mir am meisten Spaß machen. Und da hatte ich damals eine Kooperation mit den Entwicklern. Also die waren zufrieden mit dem, wie ich die Simulationsspiele gespielt habe. So. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Deshalb ist es gerade schon wieder so ein bisschen, welche Taste muss ich jetzt drücken? Ne. Kann ich nur auf Boden legen. Das Ding können wir abziehen. Hä? Ach nein. Was mache ich denn? So. Jetzt hat's geklappt. Jetzt macht er das Ding wieder an. Okay. Macht das Ding aus, ey. Also, allgemeine Information, ich habe einen Führerschein. Bin zwar, oder
zwar nur für ein Motorrad und ich bin seit wann habe ich den Führerschein? Seit 2005 und seitdem bin ich kein Motorrad mehr gefahren, aber ich besitze einen Führerschein. Ja gut, jetzt sind wir ja eh gleich auf der Wache, dann kann ich ja schon mal sagen. Also, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung mit so 10 Minuten Folgen. Ja, könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr lieber, ob das in Ordnung ist oder ob ihr lieber ein bisschen längere Folgen haben wollt. So, auf meinem alten Kanal habe ich meistens so 15 Minuten Folgen gemacht. Aber ich habe gedacht, eigentlich so 10 Minuten, das ist ganz okay, so. Das kann man sich mal reinziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das komplett, also es kam ja jetzt Montag kam eine Folge raus, glaube ich. Die Folge jetzt hier kommt am Mittwoch. Dann würde die nächste Folge Freitag kommen. Ich weiß nicht, ob ich das so weiterhin fortführe oder ob ich da noch vielleicht was anderes dazwischen reinknall. Ich möchte gerade sowieso ein bisschen ausprobieren, was so Projekte angeht. Also ich habe jetzt Minecraft Master Builders und eben einen anderen Minecraft-Spielemodus. Ob ich da vielleicht nicht täglich Master Builders rausbringen, sondern alle 2 Tage dafür alle 2 Tage einen anderen Minecraft-Spielmodus und solche Sachen. Also das möchte ich einfach ein bisschen austesten. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, was ihr darüber denkt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.